W-I-N-S-I-D-E. Wahrscheinlich wegen deiner Tastatur und nicht, weil du zu dumm bist fürs einfachste Jump'n'Run. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video mit diesem wunderhässlichen Menschen. Kilian Jonas wieder mit dabei, Leute. Team Fashion United ist back, ihr wisst Bescheid. Wer ist Team Fashion United? Du und ich, wir sind Fashion Kings. Ich hab davon nichts mitbekommen. Vielleicht bist du Team Fashion United, aber ich bin sicher. Oh, jetzt habe ich dein Mikro. Ich hab's kaputt gemacht, Alter. Wir haben uns heute wieder zwei super tolle YouTuber rausgesucht, Leute. Die sind natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn die mich striken, dann sollen sie sich gerne. Ihr wisst Bescheid. Jedenfalls werden wir jetzt gemeinsam wieder darauf reagieren, was so Kinder heutzutage tragen. Bei uns war es damals Seemann und Adidas, war schon das höchste der Gefühle. Heutzutage sieht das anders aus, Leute, denn wir haben hier wieder die High Fashion Edition von wie viel Euro ist ein Outfit wert. Ganz kurz vielleicht, Kilian, nochmal deine Einschätzung zum heutigen Marktlage so. Zum heutigen Super, Markt. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Kilian, danke dafür. Rutsch mal ein bisschen hier rüber, Alter. Komm mal zu mir hier ein bisschen, Digga. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit diesem Video hier. Pass mal auf. Wir nehmen jetzt hier erstmal hier die Rich Kid Edition von It's Lion, Alter. Auf geht's, Digga. So, komm. Jo, Leute, was geht ab? Ich bin's, Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch einmal ganz kurz danken für die Treppe. Ich schwöre, ich muss Props geben dafür, Digga, dass der Typ ein Mikrofon benutzt, ne? Er geht nicht irgendwie ApoRed mit einem iPhone und fragt die Leute, Alter. Ja. Ist schon gut. Mad Respect, Alter, Mad Respect. Trendsplatzierung und danke an YouTube auch. Wir haben es auf Platz 47 geschafft, immerhin in den Trends. Ich schwöre, er ist irgendwie voll sympathisch, oder? Voll. Er ist voll der netteste Typ. Ist, ja, ich mache jetzt einfach mal, ich gehe mal rum, frag ein paar Leute. Aber eigentlich machen solche Formate nur Spastis. Ja, aber er sieht nicht so aus wie ein Spasti. Auf jeden Fall ist korrekt. Er wirkt nett so. Das Ding ist, wieso ist es eigentlich immer Hamburg, Alter? Ich schwöre, wenn du durch München läufst, Digga, du findest goldene Sneaker, Leute. Ja. So, es ist immer Hamburg. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich warte darauf, bis Unge das macht. Alter, ich weiß. Unge ist bei einem dabei. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie viel ist dein Outfit wert und da ist Unge einfach mit seinem Merch und so dabei. Echt jetzt? Ja, Mann. Was? Ja. Das müssen wir gleich gucken. Das gucken wir. Wie heißt du? Ich bin Dennis. Dennis, okay. Ja. Freshes Outfit, Digga. Danke. Wie alt ist Dennis? 12. 12, Alter. Auch wie man sieht, ein sehr teures Outfit. Ja. Fangen wir mal mit deinen Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Das sind Gucci-Schuhe. Ja. Boah, das ist schon ein bisschen dreckig, Alter. Junge, Digga, ich würde mir niemals Gucci-Schuhe kaufen. Erstmal sehen die scheiße aus. Zweitens sind weiße Schuhe das Dümmste, was man machen kann. Und drittens, was kosten die? Boah, gehen ab 600, 680. Ja, komm, hör schon auf bei mir. Vorausgesetzt, die sind echt. Mhm. Das ist 450 Euro. 450 Euro. Oh, okay. Echt? Wer hätte die gekauft? Okay. Meine Mutter. Ja? Meine Mutter. Ist aber sehr nett, dass sie so viel Geld für dich ausgibt. Zu Weihnachten jetzt? Ja, oder? Genau. Nice. Deine Socken? Also das sind Gucci-Socken halt, ganz normal. Gucci-Socken auch noch, ganz normal, 90 Euro. Warte mal, ich glaube, auf das Video hat Nico auch reagiert. Echt? Das können wir machen. Ich hab's bei ihm im Titel gesehen, 90 Euro Gucci-Socken. Ja, Jungs, das war ein anderes Video. Das war von dem Typen, der hat ein Pack-Opening gemacht. Das war ein anderes Video. Ach gut, machen wir weiter, Alter. 90 Euro für Socken, Junge. Für Socken. Für 90 Euro für Scheiß Socken, Digga. Für 90 Euro kriege ich eine Hose und ein T-Shirt. Ich habe schon mal ein Video gemacht für 100 Euro. Ein komplettes Outfit von Schuhen, allem drum und dran. Und er gibt 90 Euro für Socken aus. Junge, Junge, Junge. Das ist einfach nur dumm. Geil. Das ist einfach nur. Es ist ganz ehrlich, Mann, das ist einfach nur unendlich dumm. Das ist einfach ich liebe dieses Format so sehr. Dumm. 90 Euro für Gucci Socken. Ja. 90 Euro für Socken, was ist los? Guck, er kann es auch nicht glauben. Er denkt sich so, yo, Digga, bist du geistig irgendwie? Bist du Web-TV, Alter? Was ist mit dir? Krank, Bruder. Guck auf, wie unangenehm das ist. Er so, ja, ist egal. Deine Hose? Sag jetzt nicht Gucci. Nee, das ist Jack and Jones. Ja. Ich glaube 60 oder 70 Euro. Ah, okay, gut. Liegt aber auch einfach daran, dass auf einer Hose nie fett irgendwie ein Logo drauf ist. Vor allen Dingen, wie gesagt, eine teure Hose ist schwachsinnig. Man sieht es einfach nicht. Es haben wir schon 10.000 Mal gesagt, das macht keinen Sinn, Digga. Hosen sind teurer als Hosen. Ja, jetzt merke ich selber, wie dumm ich bin, aber egal. Guck mal, guck sein Face. Guck. Okay, dein T-Shirt, zeig mal so ein bisschen. Machen wir so ein bisschen mein T-Shirt kostet 350 Euro. Boah. Einfach nur, ganz ehrlich. 350 Euro, Digga. For real, ich gehe in die Türkei mit einem Flug für 100 Euro, kaufe mir ein T-Shirt für 100 Euro, flieg für 100 Euro wieder zurück. Ohne Witz, das ist ja so einfach zu faken. Guck mal, das ist von einem 6-Jährigen am Wachsmalstift drauf gemacht worden, Digga. Was ist das denn, Alter? 350 Euro für so einen Haufen Scheiße, Mann. Ich richte dir lieber die Haare, flex deine Muskeln. Ach, du hast keine? Machst nicht Stunden im Gym mehr, Jahre. Währenddessen klaue ich dir deine Karre. Ja, ja, ja. Ich schwöre, ich kaufe mir das jetzt. Nächste Woche rockst du hier im Gucci-Shirt. Nächste Woche sitzt du hier im Gucci-Shirt. Nächste Woche trage ich nur noch Gucci, Leute. Gucci-Gang, ihr wisst Bescheid. Deine Jacke? Meine Jacke ist von Canada Goose. 900 Euro. Ja.
Der Typ kann selber nicht fassen. Der Typ kann selber nicht fassen. Wie alt ist er? 12? 12 und er denkt, ich glaube, bei ihm im Kopf geht gerade an, so scheiße, was habe ich für Leute. Aber du musst auch mal sagen, was beim letzten Mal bei uns beiden kritisiert worden ist, dass wir angeblich das den Leuten nicht gönnen. Wir gönnen, also ich gönne es von meiner Seite aus wirklich Digga, jedem. Auf jeden Fall gönne ich das den Leuten, nur ich finde es einfach schwachsinnig, so viel Geld auszugeben. Genau. Aber das ist genauso, wie wenn jetzt jemand sagt, so, yo, ich möchte mir jetzt einen goldenen Buttplug holen, Alter, der 20.000 Euro kostet und steck mir das Ding gegen den Tag in den Arsch. Wenn du der Meinung bist, dir 20.000 Euro in den Arsch stecken zu müssen, dann mach das gerne. Ich gönne dir, dass du dabei Spaß hast, aber trotzdem kann ich das ja schwachsinnig finden, Digga. Ja, genau. Das ist genau das gleiche hier, bei Socken für 90 Euro. Tut mir leid, da hältst du mich einfach auf. Willst du irgendjemanden grüßen? Ja, also ich hab noch, auch noch hier noch, ich hab noch ein Herz. Achso, oh, den MS-Gürtel hab ich komplett vergessen. Willst du da irgendwen grüßen? Nee, ich hab ja heute noch, einen teuren Gürtel. Boah, schau mal auf die Uhr. Guck dir diesen Crack-Gürtel an. Guck ihn dir an. Warum trage ich einen teuren Gürtel? Einen Gürtel sieht man nicht, Mann. Das ist genauso wie eine Calvin-Klein-Unterhose, Mann. In dem Alter hast du ja noch nicht mal Sex. Also mit, ich denk mal, er ist 12. Also die Girls sehen den Gürtel halt auch. Doch, er hat immer T-Shirt in der Hose stecken, deshalb. Ah, okay. Ich glaub 800. 800. Kilian, ich schwöre, wo ist die Menschheit, Alter? Was geht ab? 800 Euro für einen Gürtel. Was ist mit den Eltern, die sagen so, so Schatz, was wünschst du dir zu Weihnachten? 800 Euro Hermes-Gürtel. Das Problem ist einfach, dass die Kids, ich will jetzt keinen angreifen, aber halt durch so Leute wie jetzt einen ApoRed, das ist überhaupt kein Diss, aber die haben eine Vorbildsfunktion. Durch YouTube, beziehungsweise durch Fashion-YouTuber, wird das halt einfach viel, viel irgendwie mehr Wert drauf gelegt. Ja, jeder denkt, ich muss ein heftiges Outfit tragen. Stimmt. Deine Uhr? Meine Uhr ist 1200 Euro. Auch eine Gucci-Uhr? Gucci, ja. Eine Gucci-Uhr. Ja? Eine Gucci-Uhr. Lass dir aus der Zunge vergehen, Digga. Komm, reicht mir mit dem. Okay. Ah, hier, Stone Island. Ja. Was hast du dafür bezahlt? 140. Legit, der ist 9 oder 10. Digga, die sind noch nicht alt, die Jungs. Wobei ich sagen muss, dass Stone Island preislich gesehen noch in dem Rahmen ist, wo man drüber nachdenken könnte, sich so eine Jacke zu holen. Aber halt nicht mit 9. Ja, richtig. 140 von Uber. Ja. Wie machst du das bisher noch so? Von meinem eigenen Geld, Taschengeld. Echt? Ja. Ja, wenn das stimmt. Von meinem eigenen Geld, Taschengeld. So, Digga, ich krieg 3000 Euro Taschengeld im Monat, das ist aber mein eigenes Geld. Das habe ich mir selber verdient, weil ich bin Kind und diese 3000 Euro stehen mir recht viel zu. Von meinen Eltern. Von meinen Eltern. Die müssen sie mir geben. Das ist mein eigenes Geld, Digga. Am Ende ist es ein Fan von dir. Sehr, sehr, sehr schick. Zeig mal auf in Stone Island, ne? Ja. Ich kann jetzt hier nicht einen 9-Jährigen bashen, Alter. Tut mir leid, aber. Hast du noch irgendwie einen Pullover an? Hab ich, ja. Jetzt macht er so aus, es hat nichts an. Shivashi. Ah, nee, gar nichts, gar keinen. Einfach Oberkörper frei, Digga. Was ist ein Pullover? D-Squared. Ja. Was hat der gekostet? Zwischen 300 und 400 Euro. 300 und 400 Euro. Für den Pullover. Guck, siehst du die Betroffenheit in seinem Gesicht, wenn er sagt, wie viel es gekostet hat? Warte. Siehst du da, wie er so, so richtig durchatmen muss? So. Ja, ja. Okay, fuck. So, yo, ich weiß selbst, dass es sau dumm ist. Aber ich musste einfach, weil es war im Sale, Digga. Ich hab 2 Euro weniger bezahlt als sonst. Junge. Pullover. Echt viel Geld. Wie machst du das? Wer bezahlt das? Ich find's aber bei ihm korrekt, Digga. Er geht hin und fragt die Leute so, yo, wo hast du denn das Geld her, weißt du? Der geht halt hin und fragt so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ist es das überhaupt wert? Der stellt so ein bisschen in Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, was die ich da machen. Ich find ihn auch, also it's lying, ich find ihn goddamn sympathisch. Mhm. Und ich kennst find, du ihn schon vorher? Nee, gar nicht. Aber ich find jetzt durch das Video, er baut es gut auf. Mhm. Also, ja, definitiv. Es ist nicht so unangenehm zu schauen. Ja. Ihr seid beide Skater? Ja, geht. Ja. Nee, bei denen geht. Der trägt eine Urban Classic Jacke mit einem Adidas Hoodie, der andere trägt eine Alpha Jacke und dieser NASA Hoodie ist, glaube ich, von ASOS. Keine Ahnung. Weihnachten bekommen. Ja. Aber so bin ich, also ganz ehrlich, ich finde das für einen 9-Jährigen ist das in Ordnung, weißt du, wenn er mal zu Weihnachten eine Alpha Jacke bekommt. Ja, natürlich. So, die sind ja auch nicht krass, die Schuhe. Ja, nee, doch, kosten auch schon viel. Air Max 140 Euro. Ja, aber guck mal hier, es geht schon wieder los. Der junge Mann ist der interessant. Was sind das für Yeezys? Das sind die Infrareds mit dem Red Stripe. Ah, genau. Ist auch hässlich. Sind ein bisschen älter, ne? Sind ein bisschen älter, ja. Black Friday war. Ja, sind schon ein bisschen älter, ne? Du hast da nicht mal ein paar neue langsam hier. Du Opfer. Haben die. Genau. Zum Black Friday so eine Special Edition rausgekommen. Genau. Ah, jetzt vor kurzem erst? Nee, ist schon letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr. Ja. So gut sehen die noch aus. Ja, muss man gut pflegen. Immer schön Crab Protect draufhauen. Crab und Protect. Was hast du bezahlt für die Schuhe? 700, 800 irgendwie. 700, 800 Euro. Boah, da hast du aber ganz gekauft, viel oder? Ja, über Resale, beim Kumpel. Ah, okay. Ja. Krank. Ja, schon. Aber die sehen echt gut aus. Ja, danke schön. Geht deine Hose? Die ist von Scotch & Soda, 200, glaube ich. Sieht man nicht. Also wobei, es gibt einfach auch, also die Hosen sind auf jeden Fall von der Qualität her. Ja, natürlich, aber die sind trotzdem es nicht wert. Ja. Okay, dein T-Shirt, das ist von Gucci. Gucci. Zeig mal ein bisschen. 350. Das 350. Ja. Zeig mal ein bisschen.
350. Gibt ziemlich viel Geld für Klamotten aus. Ja, schon. Legst viel Wert auf Mode. Ja, ist wichtig, wichtig. Muss immer. Ja, hast du noch einen Pullover an oder so? Nee, drunter nichts. Ist noch. Dieser Move. Hast du noch was drunter? Nee, drunter. Ah, Louis Vuitton-Gürtel. Ey, Junge, warte, darf ich schätzen? 600 Euro. Ich kenne mich da nicht aus, ich weiß, ein Gucci-Gürtel kostet 200, ich denke mal so 350, 400. Ja, was hast du dafür bezahlt? 390. Für 390 Euro gibt es Menschen, die überleben davon einen Monat für 390 Euro. Er kauft sich dafür einen Gürtel, aber wenn er es hat, warum denn nicht, ne? Was ist das für eine Uhr? Zeig mal. Eine Breitling ist das. Oh, okay. Eine Breitling. Was hat 3000. Die denn gekostet? 5. Wow. 5? Okay. Junge, ganz ehrlich, ich bin fertig mit dem Leben. Schau bei Kilian gerne vorbei, ich kann es mir nicht mehr geben. Wollen wir nicht noch das Unge-Ding? Ah ja, stimmt. Wie viel ist dein Outfit wert? Unge. Was schätzt ihr? Ich denke mal 60 Euro? 60 Euro? Ich schätze mal 60 Euro, ja. Okay, gucken wir mal jetzt den Gesamtpreis. Also erstmal 60 der Rucksack, 40 der Pulli. 40. Ja, sagen wir 40, dann 10 das T-Shirt. Sind schon mal, warte, 70. Wieso hat das so geschnitten? Ich weiß nicht. Sagen wir dann, also insgesamt wie viel? Boah, meinst du, Simon hatte da Bock drauf? Nee. So in dem Video zu sagen. Ich glaube, Simon hat komplett einen Ständer. Siehst du? Er hat jetzt geschätzt, das Outfit kostet ungefähr 33 Euro. Die Sache ist, ich habe ein paar alte Klamotten an, deswegen weiß ich selber nicht ganz genau. Ich bin mal gespannt im Vergleich zu den anderen Leuten, die ihr gefragt habt. Und ja, ansonsten, vielen Dank, dass ihr mich hier im Video habt. Und ja, wir sehen uns. Ja, ciao. Boah, ich find's krass, dass, also ich habe Simon bis jetzt noch nie persönlich kennengelernt. Ja, sei froh. Aber ich finde es krass, dass er, obwohl er, denke ich mal, nicht so krass Bock auf so ein Format hatte, trotzdem immer noch wirklich freundlich und höflich bleibt und halt wirklich das Ganze auch mitmacht. Kilian, aber eine Frage bleibt, wie viel Euro ist dein Leben wert? Und damit würde ich sagen, Leute, beenden wir dieses Video, denkt mal drüber nach, wie viel Euro ist euer Leben eigentlich wert und guckt mal euch runter, weil wenn ihr keine Gucci-Socken tragt, dann seid ihr auf jeden Fall keine Menschen. Ja. Merkt euch das, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder bereit, irgendwie, keine Ahnung, die Regenrinne zu säubern, runterzufallen vom Haus, da mich umzubringen, in gewisser Anweise. Brauchst du doch gar nicht deine Uhr hier auszupacken, ist sau unangenehm, Digga. Ich hab nicht meine Uhr. Achso, hast du keine Uhr? Nee. Ehrenlos, Alter, dann kannst du dich direkt verbuddeln. Leute, schaut auf jeden Fall bei Kilian vorbei, da gibt's auch noch ein wunderschönes Video zu sehen. Wir gönnen's euch allen. Ja. Von Herzen. Tschüss.